Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen es an von Z-Giro, produziert bei Aside. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir schauen einfach direkt rein. Ich laber gar nicht so lange. Falls ihr hier neu seid und es euch hier gefällt, lasst doch gerne Support da. Let's go, Freunde. Wir steigen ein. Moolah Brothers. Seversen, sikilirsin, sikersen, sevilirsin, kardeş. Oh, der Beat knallt böse. Das für. Ah, das ist geil. Okay, einfach mega krass. Ballert richtig die Hook. Also die Hook ballert heftig. Hat jetzt zwar textlich irgendwie nicht viel Inhalt, beziehungsweise verstehe ich nicht viel Inhalt davon, aber die ballert einfach voll nach vorne. Geht mega ab. Übrigens coole Szenen mit dem... Ja. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, Alter. Weil ich Schmerzen in der Brust hab, komm ich vom Berge in die Großstadt und ich hol mir mein Brot ab. Ich hab besatt, sie singen von Teledine, Skinny Jeans. Ich komm wie Ahmed Kaya und ich kick sie weg wie Billie Jean. Und ich kick sie weg, Billie Jean, geile Betonung auch, nicer Flow, gefällt mir gut. Geht gut nach vorne auf jeden Fall. Und ich kick sie weg wie Billie Jean. Rapper sind auf Tanzmoves auf Shem und Darby und sing bei Amjas wie Gwen Stefani. Ich komm mit Schnurrbart auf die Hochzeit deiner Mama, gebe Nasia wie Amjas und trink Racke mit deinem Vater, ich bin Kero. Mert auch am Start, einfach an der Straße, nee, im Unterhemd. Man, du. Ne, aber gefällt mir vom Flow echt gut, muss ich sagen. Auch der Beat ballert gut. Geht gut ab. Sie hat wie Amjas und trink Racke mit deinem Vater, ich bin Kero. Und offiziell unterste Schublade, weil ich auf Brusthaare sehr teuren Schmuck trage. Okay, der Effekt ist zwar ganz cool, aber ein-, zweimal reicht so. Das wirkt dann ein bisschen zu gewollt bei dem Effekt jetzt vom Video, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Effekt, ist auch gut gemacht. Nur ich würde ihn jetzt nicht so oft hintereinander benutzen, aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Ansonsten ist das Video auf jeden Fall von der Qualität und vom Schnitt her echt böse. Gefällt mir wirklich gut. Teuren Schmuck trage, was los, Brate? Ich komm im Unterhemd, gib mir nur ein Beat, ich mach aus Bruce Lee's Booster Nels. Bass, große Zeit, und dein Ladener mit Benzin und Zippo, Zeit. Gib ihn nicht, sieg ihm Zeit, shut the fuck up, sieg dir in jede Zeit. Bei ist tragen Kellesch und Revolver, Kappa Krüch, so wie Merelesch und Rockba. Vom Männermann zu Mergy Mac Chorba, meine Jungs nehmen dir dein Handy weg, hoppa. Also ballert echt gut nach vorne. Ist jetzt inhaltlich natürlich jetzt nicht so, ist nicht so inhaltsvoll, aber geht einfach mega gut ab. Knallt richtig rein. Auch der Beat ist wirklich geil. Gerade in der Hook finde ich den richtig nice. Schon ein Nordbrett hier, ne? Auch die Betonung so, hopp da, kommt richtig kräftig, richtig mächtig rein. Nice. Netter Autos auch hier am Start natürlich, aber das ist ja... in Rap-Video ist mittlerweile Standard. Komm, wir packen Bandana und ich fick das Game. Keine Grills, keine Dreads, kein Sitcom von Amis. Ich bin Bruno Tamadum von Kvarjik Ali. Deutsche Rapper, Mapper, Bruder, alle Fist können besser Französisch als die vom Artemis. Jeder können besser Französisch als die vom Artemis und dann das Artemis auch noch im Hintergrund. Ja, ist halt auf das französische Gebeite halt angelehnt, die Zeile. Beziehungsweise das Gebeite im Deutschrap von den Franzosen. Französisch als die vom Artemis, jeder ist ne Kopie, ich loch ein wie Kobe. Tu nicht ein auf Mann, heimlich gibst du Arsch wie Schofield, dein Kero, der kein... Heimlich gibst du Arsch wie Schofield, das ist auch nice. Das ist eine gute Zeile für alle, die Prison Break kennen. Für die, die es nicht kennen, die werden es halt nicht kapieren. Ja. Ist, nice, ist eine geile Zeile, also die ist echt nice, habe ich auch noch nicht gehört tatsächlich. Kunischein auf Mann, heimlich gibt's Arsch wie Schofield, dein Kero, der kein Dope-Deal. Scharf schießt Kanone, weil ich Parts liefer Orlem, Tatschief Chanonen. Beschick das Schnurrbart, Charisma, ich lerne mal Charisma, ich bleib der King wie Taliska. Nice, also mir gefällt einfach die Art, wie er hier rappt und seine Betonung auch so. Also ist wirklich gut. Ist jetzt nicht, inhaltsmäßig der krasseste von Punchlines oder irgendwelchen Reimtechnik oder so, aber der geht einfach mega gut nach vorne, der Track.
kann man sich wirklich echt gut geben. Ich denke mal, gerade im Auto oder so dürfte der relativ gut ballern. Also stabiles Teil auf jeden Fall. Ich bin der King Vitaliska. Das große Z und dein Ladenname Benzin und Zippo Z. Du bin ich, ich geb Z. Shut the fuck up, sieg dir in jede Z. Bei ist Tragen, Kellesch und Revolver. Kappa Kirch, so wie Merelesch und Rockba. Von Männermann zu Mergy Mac Chorba. Meine Jungs nehmen dir dein Handy weg. Hoppa! Ah, geht schon gut ab, Alter. Geiles Ding geworden. Kann ich feiern, auf jeden Fall. Nice one. Leute, Supporter lassen. Link zum Original, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.